Es ist gar nicht so einfach, vegane Parfums zu finden, denn im Laden gibt es sie meistens nicht. Also gängige Parfümerien haben sowas in der Regel nicht oder nur ganz wenig. Und ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, habe mir das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich euch das hier vorstelle. Und heute stelle ich euch einen Duft von Avril vor, ein Bio-Duft sozusagen. Und was ich von diesem Eau de Toilette halte, erzähle ich dir nach dem Intro. Coco vom Kanal, die kleine Coco. Und ich habe mir es ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, hier auch Parfums vorzustellen aus dem veganen Bereich. Guckt man sich die gängigen Influencer an, so stellen die meistens alles Mögliche vor, aber keine veganen Düfte. Und ich bin natürlich auch Veganerin geworden, um mich genau auch mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Vegane Düfte in der gängigen Parfümerie zu finden, ist ein bisschen schwieriger, wenn man weiß, was man da will. Es gibt sie schon, aber man muss immer auch so ein bisschen wissen, welche Firmen sind da dahinter und was machen die Firmen so. Und es ist halt so eine schwierige Sache. Avril habe ich jetzt von Ecoverde und ich kann kein Französisch. Ich werde euch definitiv mal genau diesen Duft unten in die Infobox packen. Da klickst du drauf. Und ich werde dir jetzt auch mal einblenden, nach was es riecht. Du kannst dir diesen Duft so ein bisschen so vorstellen: Kölnisch Wasser. Und das weiß jeder, wie das so riecht. Es ist sehr zitruslastig. Nee, nicht so wirklich. Doch, obwohl es ist sehr frisch. Ne? Also, ich könnte jetzt nicht unterschreiben, ob da Zitrus drin ist. Aber der Vergleich ist ganz, ganz stimmig. Stell dir Kölnisch Wasser vor. Und ich mochte Kölnisch Wasser eigentlich schon immer. Für mich ist es kein Schimpfwort. Stell dir Kölnisch Wasser vor, dieses tonisierende, dieses erfrischende, mit einer süßlichen Note und einer sehr kräutrigen Komponente. Ich war am Anfang mit diesem Duft auf Kriegsfuß. Ich habe mir gedacht, was habe ich mir jetzt da angetan? Weil ich bin anhand der Beschreibung gegangen und ich war hundertprozentig mir im Klaren, ich mag Zitrusdüfte. Und ich merke es, wenn in meinem Duft irgendwo Vanille vorkommt. Also, dass da Vanille entsteht oder Vanille so ein bisschen rauskommt. Und das hat hier gar nicht gepasst. Es ist ein Eau de Toilette. Ein Eau de Toilette hält nicht ganz so lange. Ich denke auch nicht, dass du mit diesem Duft es schaffst, dich über zu parfümieren. Kennt ihr diese Leute, die an dir vorbeilaufen und die eine Wolke hinter sich herziehen, weil sie seit Jahren das gleiche Parfum tragen und sich einfach überparfümieren, damit sie es halt so ein bisschen mitkriegen. Ne? Die gibt es echt oft. Auch wenn es Düfte sind, die ich mag, so finde ich das ganz oft eigentlich auch sehr schwierig. Ne? Ich denke, mit dem hier wirst du das nicht hinkriegen. Das ist ein Bio-Duft, sprich, es ist Öko, es hat ein Öko-Zeichen. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Du guckst auf jeden Fall mal unten bei Ecoverde. Vegan ist es hundertprozentig. Und man riecht so, im Vordergrund riecht man so dieses Mandarine. Finde ich schon. Es ist eine recht süße Mandarine. Ich würde es nicht unterschreiben, dass ich da Rosmarin rausrieche. Es hat eine kräutrige Note, das definitiv. Und was ich auch nicht unterschreiben würde, wäre diese Vanille, die da beschrieben wird, die da als Basis rauskommt. No way. Ich trage den auf und dann ist er eigentlich so nach 2 Stunden ist er eigentlich weg. Es harmoniert unwahrscheinlich gut nach dem Duschen. Das habe ich sehr schnell rausgefunden. Nach dem Duschen ist der toll, weil der halt so ein bisschen tonisiert und erfrischt und so. Aber als ich am Anfang den aufgetragen habe und dran gerochen habe, dachte ich mir, oh shit. Und der kostet halt auch 13,99, ist also nicht ganz günstig. Ich dachte mir dann echt so, shit, das ist irgendwie nicht meins. Bin aber dann hergegangen, wie ihr seht, und habe ein bisschen rumprobiert und habe dann sehr schnell festgestellt, wie schon erwähnt, nach dem Duschen ist es super. Oder lustigerweise als Unterlage für einen anderen Duft. Da kommt dann was ganz Neues raus. Und die Düfte, die ich so verwende, die habe ich ja jetzt hier auch schon vorgestellt. Ich verlinke dir mal einen Ordner unter dem i. Und da hat es echt wunderbar funktioniert. Ich war echt baff.
Mit 13,99 € ist dieser Duft natürlich ein bisschen teurer und für das, dass er halt echt nicht so lange hält, ist es vielleicht nicht für jeden was. Es ist so ein recht natürlicher Duft, ne? Also es ist jetzt nicht sowas wie Alien oder so. Also es kommt mehr Natur hier aus dem Duft hervor. Es lohnt sich auf jeden Fall, den mal auszuprobieren, weil er eben so gerade jetzt im Sommer diesen erfrischenden Touch hat, wenn man mal kurz sich auffrischen möchte, wenn man irgendwie auch viel geschwitzt hat oder das Deo nachgelassen hat oder so, ist das halt echt eine wirklich gute Sache. Mit 13,99 € habe ich ja schon gesagt, ist es ein bisschen teurer, finde ich. Also weil Avril ist jetzt schon eine Marke, aber jetzt nicht so eine Marke, die einem so wirklich geläufig sind. Denn richtig gute Parfums gibt es inzwischen schon bei Rossmann für den kleineren Preis von Marken. Aber da möchten wir ja natürlich ein bisschen näher hingucken, weil wir eben vegane und tierversuchsfreie Kosmetik oder auch Parfums hier auf dem Kanal vorstellen möchten. Ich rede von wir. Wir bin ich. Ja, kennst du Avril schon? Hast du von Avril vielleicht selbst schon einen Duft? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Den werde ich definitiv leer machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir von der Marke nochmal was nachkaufen werde. Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Aber ich habe schon was Neues im Auge, was ich auch noch testen möchte. Habe ich tatsächlich dieses Mal auf Instagram gefunden. Ich kann es empfehlen, wirklich mal auszuprobieren. So, wer sich so diesen Duft, diesen Kölnisch-Wasserduft vorstellen kann, ist hier an der richtigen Stelle, aber mit so einer süßen Komponente und einer etwas kräutrigen Note. Kölnisch Wasser bezeichnet sich ja so ein bisschen durch die komplette Frische. Und hier hat es eine kräutrige Note drin und so eine Süße. Und so kannst du dir das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn ich diesen Duft umschreiben sollte. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Du guckst unter dem i, da findest du einen Ordner. Und ansonsten würde ich mich über einen Kommentar von dir freuen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!